Mutter Marie Therese gründete am 8. Dezember 1984 die Communio in Christo. Sie ist eine Gründerin, die mit der Konsequenz ihres Jahres Aufmerksamkeit erregte. Leicht war es nicht. Sie musste in der Realität gegen Widerstände und Skeptiker ankämpfen, denn was man nicht kennt, bleibt geheimnisvoll. Denn was ich gründete, was Gott mir als Geschenk gegeben hat, befindet sich im Jenseits, hinter der Mauer des Begreifens. Ein Mensch kann es mit seiner Vernunft allein nicht erfassen. Nur der Glaube, unterstützt vom Herzen, wird ihm Einblick gewähren. Ich bekenne mich zu einem Charisma, das der heutigen Zeit und der Kirche zu Hilfe dient. Ich bezeuge es mit meinem Leben und mit meinen Werken. Mutter Marie Therese bekam zur Aufgabe, mehr zu leisten, um das Unersetzbare an der Größe Gottes transparent zu machen, damit für alle Not dieser Welt, für alle Verzweiflung und allen Unglauben die Hoffnung erblüht. Der Mensch wird niemals zur Ruhe kommen. Er erfährt sie. Er sucht das optimale Glück zu finden. Er sucht hinter der Mauer. Es bringt ihm jedoch nichts als ein Mysterium. Der Glaube, dass Gott Gott ist, in Macht und Wissen. Der Glaube, dass er Mensch geworden, einer von uns ist. Der Glaube, dass er in Menschen lebt und wirkt. Dieser Glaube bekommt die Sicherheit, ihn zu finden. Vor der Mauer, im täglichen Leben, in Begegnungen und in den Zeichen der Zeit. Er ist Gegenwart, er ist Nähe, er ist Licht für unsere Dunkelheit. Gott ist Friede. Die Not dieser Zeit habe ich in meinem Herzen gesammelt. Ich habe diese Zeit Gott empfohlen und er will Frieden und Wohlergehen stiften. Die Last seines Erbarmens ist einem kleinen, unfähigen Menschen anvertraut. Ich werde davon erdrückt. Sieh mit mir. Ich wünschte es mir, damit Frieden, Gemeinschaft und Liebe herrschen mögen.